Es ist ein ganz wunderbares Ereignis. Sie haben mir mein Leben geschenkt und du bist mein Papa. Und dann liefen seine Tränen runter und meine Tränen und wir wussten, wir sind wieder beieinander. Wir kennen dich seit, warte mal, ich habe die Zahlen, 25 Jahre bist du jetzt schon im Verkaufsfernsehen. Mhm. Seit 17 Jahren bist du erfolgreiche Unternehmerin, mhm, und schon im 10. Jahr bei Höhle der Löwen. Ja. Das ging echt ratzfatz. Das ging zu schnell, das Leben. Ja, das ging zu schnell, ja, und jetzt hat es einen ziemlichen Einschnitt im Leben gegeben. Mhm. Du bist Mutter, Ehefrau, aber du bist, mhm, eben auch Tochter. Mhm. Und dein Vater ist, dein geliebter Vater ist, mhm, im Januar verstorben. Mhm. Und du sagst, du möchtest auch gerne darüber sprechen, um anderen, ja, eben auch Mut zu machen. Er ist an den Folgen von Alzheimer verstorben. Genau, und es war uns, ich habe noch zwei wunderbare Schwestern, und es war uns, mhm, ganz, ganz wichtig, weil wir alle drei unseren Vater, also lieben wie verrückt. Der war so ein unglaublicher Mensch. Und alles, was ich heute bin, habe ich wirklich ihm zu verdanken, wie er an mich geglaubt hat, mich aufgebaut hat. Wann immer ich, ja, niedergeschlagen war, konnte ich immer zu ihm. Und das war nicht ein Gespräch, was 3 Stunden gedauert hat oder er besonders klug dahergeredet hat, sondern er war in der Energie als Mensch ein unendlich liebender Mensch. Und ich glaube, jeder, weil wir wissen ja alle, wir verlieren unsere Eltern irgendwann. Man rechnet ja auch irgendwann damit. Mein Vater hatte 15 Jahre Alzheimer. Aber wenn es dann passiert, es erwischt dich komischerweise eiskalt. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Energie, die immer wie ein Sprudel war und immer verfügbar. Du konntest dich immer aufladen bei deinen Eltern. Das ist dein Hafen, das ist wie eine Steckdose, wo du hingehen darfst und du bist wieder bereit fürs Leben. Und dann ist das weg. Aber es ist uns gelungen, ihn lange zu begleiten, 15 Jahre lang und bis zum letzten Tag. Wollen wir ein bisschen über die Zeit vielleicht auch, mhm, reden, auch als ihr es die ersten Anzeichen bemerkt habt. Ja. Du warst bei ihm in London, in der Royal Albert Hall ist er, ja, aufgetreten, ein großartiger Opernsänger, mhm, wollte eigentlich auch noch auf eine Japan-Tournee gehen und traute sich das aber nicht mehr zu, traute sich nicht zu, Sachen sich zu behalten. Und, ja, da fiel euch das, glaube ich, so zum ersten Mal auf. Genau, mein Vater und ich haben viel Zeit miteinander verbracht, weil er hat, mhm, gesungen. Ich habe ja auch, mhm, eigentlich in meinem früheren Leben habe ich ja klassischen Gesang studiert und bin überall, wo er gesungen hat, ob es in New York war, ob es an der Mailänder in der Scala war, wo auch immer er war, bin ich hingeflogen. Und ich habe bei einigen Proben gedacht, komisch, dass er sich das nicht mehr merken kann. Das ist ja seltsam. Und am Anfang der Krankheit entstand auch etwas, dass dieser unendlich liebevolle Mensch und viele, die Alzheimer, Demenz kennen, die werden diese zeigen, wir sagen, ja stimmt, das war bei uns ähnlich so, wurde der griesgrämig. Das kannte ich von ihm nicht. Der war immer mein Idol, aus einem halbvollen Glas, aus einem leeren Glas ein halbvolles zu machen. Und ich habe ihn nicht wiedererkannt. Und dann bin ich mit ihm durch diese ganze Prozedur durch. Es gab diese Tests, ne? Oder ich war bei einem Test, wo er von 100 Fragen 80 nicht mehr beantworten konnte und das auch selber realisieren musste und ihr dann im, ja, Auto zurückgefahren seid und er dir. Ja. Und dann haben wir einfach gemeinsam geweint. Ja. Wir haben gemeinsam geweint, weil er natürlich gesagt hat, was passiert jetzt mit, ja, mir? Ja, und wenn man sich überlegt, heutzutage, mit 75 hat jeder zweite von uns Demenz oder Alzheimer. Das ist eine Zahl, die hat mich damals umgehauen. Ich hatte mich bis dato nicht damit befasst. Aber dann zu sehen, was musst du durchmachen? Und deswegen auf Amerikanisch sagen wir, my heart goes out. Wirklich, mein Mitgefühl ist unendlich für Menschen, die ihre Familienmitglieder zu Hause pflegen. Diese Odyssee von Ärzten, bis du weißt, was es denn wirklich ist. Dann den anderen ständig trösten. Das Einzige, was gut ist was und was dich rettet, ist der Humor. Und das musste man auch, weil wenn zum Beispiel an meinem letzten Geburtstag hat er dann am Ende gesagt, das war so ein schöner Tag. Und jetzt verraten Sie mir, woher kennen wir uns nochmal? Ach gut. Da schluckst du erstmal. Und dann habe ich gesagt, es ist ein
ganz wunderbares Ereignis. Sie haben mir mein Leben geschenkt und du bist mein Papa. Und dann liefen seine Tränen runter und meine Tränen und wir wussten, wir sind wieder beieinander. Aber so ist das. Und man muss bei Alzheimer, es gab auch lustige Momente. Er hat zum Beispiel, also ich habe ja zwei jüngere Schwestern, und er hat zu meiner Schwester gesagt, und sie sagte, das ist ja sowas von unfair, sagte er zu ihr, sagen Sie, für einen Mann haben Sie unglaublich schöne Haare. Und meine Schwester sagte, wie ungerecht, warum muss ich der Mann sein? Ja? Ich sage, aber du hast wenigstens schöne Haare noch dazu gekriegt. Ach Mann, also ja. Du hast selber auch gesagt, dass man das bei ihm, also anders, du möchtest dich selber testen lassen. Weil man, wenn man sich rechtzeitig oder wenn man rechtzeitig das erkennt, man auch mit Medikamenten noch was machen könnte. Absolut. Also wir sind jetzt erst in der Lage und die Medizin jetzt erst, ich habe ja jahrelang jedem Ding bin ich nachgegangen, um meinem geliebten Papa irgendwie zu helfen. Und wir haben zum Glück alles ohne Psychopharmaka geschafft und alles. Und wirklich bis zum letzten Atemzug konnte er zu Hause sein. Wir waren 7 Tage, haben wir ihn begleitet in diesem Prozess, ihn gewaschen, bei ihm gesungen, die ganze Familie. Deswegen bin ich unendlich dankbar, dass ich die Kraft gehabt habe, das zusammen und auch mit der Kraft meiner Schwestern das so zu machen. Aber in meiner Familie, seine Schwester hat Demenz und deswegen dachte ich, vor allem, wir haben ja 4 Kinder und ich möchte einfach vorbereitet sein. Und dann hat aber diese genetische Ärztin zu mir gesagt, überlegen Sie sich das, weil es wird wahrscheinlich bei Ihnen um die 20% sein. Und ich sage Ihnen gleich, wir können alle was dagegen tun. Machen Sie Sport, essen Sie wenig, ganz wenig Zucker, wenn überhaupt, und dann mit Genuss, ja. Aber Sport, Ausdauersport, ein gesundes Leben, Schlaf spielt eine große Rolle. Gehen Sie ins Schlaflabor, ab bin ich ins Schlaflabor, mich gleich testen lassen, haben gesagt, Sie haben keine Apnoe, aber restless legs, also zu aktiv bin ich in der Nacht. Also das hat mich dann alles wieder sehr, sehr beruhigt. Ja. Ich merke, wenn wir darüber sprechen, wie sehr du deinen Frieden gefunden hast, zu haben scheinst. Mhm. Das ist ja noch nicht lange her, aber wie gut du darüber reden kannst. Und ich glaube, das liegt aber auch wirklich daran, dass ihr ihn eben alle im Frieden auch so gemeinsam begleitet habt. Ihr habt von einem Matratzenlager gesprochen, was ihr Mädels, seine Töchter und die ganzen Enkelkinder gemacht haben, was ihr quasi um sein Zimmer herum gemacht haben. Nun kann sich das, du sagtest auch mit Respekt, gerade vor all den Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, das kann sich ja jeder so in der Art leider gar nicht so leisten, Nein. Von der Zeit her und finanziell und alles. Aber es tut so gut, einfach zu wissen, dass man sich gegenseitig dann nicht alleine lassen sollte. Nee, man darf sich nicht alleine lassen. Und das ist auch eine Zeit, ich meine, in unserer Gesellschaft sprechen wir so wenig über Sterben. Wir sprechen gerne über Geburten, über Erfolg, über alles, was im Leben so passiert. Aber Sterben ist nach wie vor etwas, auch zum Beispiel die Kinder haben wir alle zu ihm gelassen. Die wollten, ja. Und einige haben gesagt, boah, meinst du, die Kinder verkraften das? Die haben das wunderbar. Also alles, was wir haben sie nicht gezwungen. Aber wir sind sehr, sehr natürlich mit diesem Tod umgegangen. Und es gab eine letzte Situation, weil nach 7 Tagen, wenn ein Mensch nicht isst und auch nicht trinkt, dann weiß man, okay, der hat es jetzt echt lange ausgehalten, 7 Tage lang. Du bist jeden Tag mit Palliativ in Verbindung. Und irgendwann haben wir gedacht, der hat Schwierigkeiten zu gehen. Klar, er hat uns unendlich geliebt und wir stehen da alle an seinem Bett und wollen ihn noch begleiten. Ich würde auch nicht gehen, ja, das ist sehr schwierig. Und dann kam meine Mutter und sagte ganz liebevolle Worte zu ihm. Das kann ich jedem nur raten in der Situation. Es wird alles gut sein. Du hast alles für uns getan, was du tun konntest. Und du darfst jetzt deinen Frieden finden. Und wir wissen, du gehst, und das weiß ich mit aller Bestimmtheit, und das stärkt mich heute, du gehst uns nur voraus. Mhm. Oh, schön. Sehr. Sehr schön. Ja.
Ja, wir haben gerade vorhin auch, hat eine Kollegin von mir gesagt, dass ich immer sage, unter jedem Dach ein Ach, ja. Aber das ist ja tatsächlich so, dass es uns halt allen ja so gehen wird, ja. Und jetzt, wenn jemand, den alle so kennen und mögen und wenn du von deiner Erfahrung auch darüber redest, ich glaube schon, dass das tatsächlich auch ein bisschen Mut machen könnte oder dass man sich vielleicht nicht so alleine fühlt in der Situation. Deine Mutter ist... hat vor ein paar Monaten dann auch die Diagnose von Lungenkrebs bekommen, wo man wahrscheinlich erst mal denkt, wie soll das jetzt alles noch, wie kann man das als Tochter aushalten? Ja, ich bin die älteste Tochter und meine Eltern haben uns viel Stärke mitgegeben. Dafür bin ich sehr dankbar. Und die Stärke kommt durch Dankbarkeit fürs Leben, für alles, für die kleinsten Dinge, einfach morgens aufzuwachen und zu wissen, ich habe ein Bett. Vielen Menschen geht es nicht so. Ja. Und als diese Diagnose zu meiner Mutter kam, wusste ich, du bist als älteste Tochter jetzt verantwortlich, für alles zu sorgen. Und in dem Rahmen ist dann leider mein Vater verstorben. Das kam dann noch obendrauf. Aber meine Mutter, Gott sei Dank, lieber Gott, danke dir. Da ist der Krebs sehr stark zurückgegangen. Von 8 Wochen Lebenszeit, die sie uns prognostiziert haben, ist es zurückgegangen. Wir haben nur noch 10% Krebs bei der letzten Untersuchung von der Größe, was man sehen konnte auf den Bildern. Und da sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Und alles das hat stattgefunden in diesen Dreharbeiten für Her Story. Für diese Geschichte bin ich ein Jahr begleitet worden. Auf Sky, genau, das kommt am 29. März. Und wenn die Kamera dann so privat mitläuft, dann fragst du dich dann schon, oh, schaffe ich das jetzt heute, da Leute parallel mitgehen zu lassen? Aber ich weiß, es ist wichtig und das ist für mich auch dieses Women Empowerment, sichtbar zu sein in als Frau, als Unternehmerin, auch in den sehr verletzlichen und sehr schwachen Stunden deines Lebens. Weil, also Women Empowerment, also dass Frauen sich auch unterstützen und in ihrer Kraft zeigen. Und du hast jetzt gerade auch Höhle der Löwen. Tatsächlich setzt du auch eine Runde aus. Absolut. Damit du dich eben auch um die Familie kümmern kannst. Und du hast jetzt gerade dieses wirklich sehr, sehr schöne Format angesprochen, Her Story. Da geht es halt um dich, ja, um dein Leben. Und ich glaube, da schaut man auch gerne natürlich auch mehr hinter die Kulissen, weil man denkt, ja okay, diese Stärke, wo hat sie die her? Und die Eltern erzählt, hast du ja schon öfter mal erzählt, und dein Vater mit dem Pudelsalon damals, weil so, wir zeigen auch gleich Bilder übrigens aus, aber ich will mit dir auch das nochmal so ein bisschen einsortieren, weil du bist ja nicht aus einem Haushalt, wo Kronleuchter schon überall hingen, sondern wirklich sehr bescheidene Verhältnisse. Absolut, weil mein Vater ist Amerikaner, meine Mutter auch, und ich bin ein typisches amerikanisches Einwandererkind in Deutschland, und mein Vater kommt aus Billings, Montana. Weißt du, wo das ist? Absolut. Das ist größer als Deutschland, hat aber, glaube ich, nur 10% der Menschen, wenn überhaupt, ist also riesig, und dort sind die Menschen sehr, sehr kernig. Und mein Großvater sagte immer, if you go to Germany, you have to work for your money. Ja, also muss dort arbeiten und liegt dem Staat nicht auf der Tasche und so weiter. Und so hatte mein Vater einen Pudelsalon. Und ich war die Empfangsdame im Pudelsalon in München-Perlach. Ja, und dann habe ich also immer da gestanden, da war ich 4 Jahre alt und habe also gesehen, wie der Vater... Mit 4 Jahren war ich schon Empfangsdame im Pudelsalon. Und so habe ich, glaube ich, auch mein Verkaufstalent gefunden. Muss so sein. Muss so sein. Geht nicht anders. Weißt, ich meine, ich habe irgendwo gelesen, eben noch mit einem Knoblauchschäler in der Hand und dann schon das eigene Imperium aufgebaut. Und ich möchte das gern, also diese Zeit dazwischen, die ist ja legendär. Das kann man sich dann wirklich auch noch mal in diesem wunderbaren Beitrag oder in diesem Film, es ist ein Film über dich, angucken. Ich möchte jedem, wirklich jedem da draußen, der Träume hat und vielleicht ein bisschen die Hoffnung aufgegeben hat, vielleicht nicht die perfekte schulische Ausbildung hat, all diese Dinge, wo man denkt, das arbeitet gegen dich. Du hast ganz viel in dir. Ich habe kein BWL studieren können. Mhm. Ich kam von einer ganz anderen Linie. Ich habe von zu Hause kein Geld mitbekommen, um die Firma zu gründen, etc. Ich kann nur sagen, blühe, wo du gepflanzt bist. Tu dein Bestes. Glaube an dich selbst. Es ist keine Option, die Hoffnung aufzugeben. Egal, welche Nationalität du hast, egal, wo du herkommst, egal wie. Du kannst was, es liegt nur in dir.